Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blattgrün. Ich muss euch etwas beichten. Ich habe versucht, mir die Münzen zu erspielen. Aber es hat nicht so funktioniert. Ich habe sogar ein wenig Geld ausgegeben, weil ich mir neue Münzen nachkaufen musste. Und es war so anstrengend und einfach nur nervig. Und es hat einfach nicht geklappt. Und deswegen... Ja, wollen wir uns unseren Münzkorb mal angucken? Ah, das ist aber eine komische Zahl. Fragezeichen 040, okay. Ja, ich beichte euch, ich habe mir die Münzen ercheatet. Ich hätte natürlich auch weiter spielen können, aber es hätte halt einfach erstens viel zu lange gedauert. Und zweitens, ja, es wäre einfach nur, hätte viel zu lange gedauert. Das ist der einzige Grund so. Und ich kann ja jetzt nicht versuchen, so 5 Wochen zu farmen und es einfach nicht schaffen. Und dann kriegst du 5 Wochen kein Video von Pokémon. Das wäre halt dumm. Deswegen habe ich sie mir ercheatet. Es tut mir leid. Aber da wir uns eh nur die TM13 davon kaufen, ja, profitieren wir nicht so krass. Also ich werde halt, wie gesagt, ne, ich hätte halt Ewigkeiten farmen müssen und das wäre halt einfach zu doof gewesen. Deswegen habe ich mir diese Münzen ercheatet. Und wir bringen Eisstrahl... Genau, Shiggy bei. Lol, Nidoking kann Eisstrahl, alles klar. Eisstrahl für Shiggy, oh yeah. Ja, soll eine vergessen werden. Und zwar soll vergessen werden Blubber. Blubber brauchen wir erstmal nicht mehr. Ist nicht mehr so nötig. Wir haben ja Aquaknarre. Später haben wir Surfer. Yeah. Shillock erlernt Eisstrahl. Geil. So, das war's. Haben wir denn noch irgendeine TM, die wir irgendwem beibringen können? Stahlflügel haben wir noch nicht. Wo kriege ich denn nochmal Stahlflügel später her? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ja, Nidoking kriegt nur noch Vielender. Das wird er aber später erlernen. Und das haben wir alles noch nicht. Also... ja. Werden wir jetzt weitermachen in dieser Stadt. Wir müssen uns noch ein wenig mehr umsehen. Hallo. Mist, ich habe alles verspielt. Hätte ich doch meine Münzen rechtzeitig gegen einen Preis eingetauscht. Ja. Hättest du das mal getan? Ja, da können wir noch nicht rüber. Stimmt, wir haben noch keinen Surfer. Die Spielhalle schadet dem Ruf unserer Stadt. Oh. Hey. Wir warten auf das Mädchen. Hey. Ich habe Smogon auf der Zinnoberinsel gefangen. Es ist nett, doch wenn man das ärgert, atmet es Gift aus. Oh. Kommen wir hier schon lang eigentlich? Ja. Wir wollen zur Schneide einsetzen, ja. Geil. Das ist nice. Oh, hier sind 2 Trainer. Moment, Pokémon. Wen haben wir denn am Anfang? Smetbo und Nidoking. Trainieren wir nochmal Tauboga ein bisschen erstmal. Oh. Ah, ja, okay, doch. Manchmal erschreckt es mich, wie intensiv unsere Liebe ist. Kämpfen wir jetzt gegen beide oder wirklich nur gegen einen? Ne, gegen beide, okay. Also es ist ein Doppelkampf. Schön, Galoppo und Vulnona. Dann haben wir wohl unsere Auswahl nicht so gut getroffen. Von den Pokémon. Smetbo ist ein bisschen sehr anfällig. Aber ich denke, das könnten wir packen. Komm, Aeroas noch für Galoppa. Okay, Bodyguard, alles klar. Smetbo Konfusion. Alter. Wir machen wenig Damage. Ein wenig sehr. Verteidigung sinkt auch noch. Ah, ist nicht gut. Ruckzuckieb, alles klar, das ist okay. Ah, das Galoppa sollte eigentlich besiegt sein. Ja, sehr schön. Galoppa haben wir schon mal. Mein Sound ist aus, lol. Die Boxen haben sich ausgeschaltet. Okay, versuchen wir weiter mit Aeroas und Konfusion. Glut, okay, auf Tauboga immerhin. Ich glaube, Smetbo wäre hard am Limit, wenn nicht sogar besiegt. Wenn das Glut, wenn Glut auf, oh Gott, Smetbo. Oh, okay, doch nicht. Alles gut. Puh. Ist Vulnona besiegt? Nein, nicht, okay. Ja, Konfusion und komm, Ruckzuckieb wird das Vulnona jetzt besiegen. Schön. Sehr, sehr schön.
Oh, aber Uwe sieht auch bei einer Niederlage cool aus. Okay. Ja, das tust du, Uwe. Du siehst fantastisch aus. Hallo. Wie bist du hier noch reingekommen? Solide Leistung. Ja, eine Tür aufmachen und reinkommen ist echt krass. Muss ich auch sagen. Hey. Hey. Du hast meinen geheimen Unterschlupf gefunden. Bitte erzähl niemanden davon, du bekommst doch etwas von mir. Fliegen, Leute. Wir haben jetzt endlich VM Fliegen. Damit kannst du in jede Stadt fliegen. Sie wird dir von Nutzen sein. Ja, das wird sie. Aber wir können sie, glaube ich, außerhalb eines Kampfes noch nicht einsetzen. Deswegen, aber Tauboga bekommt jetzt die Attacke Fliegen zu lernen. Anstatt Flügelschlag. Ich hätte auch Sandwirbel wegmachen können, aber... Ja. Das wäre halt... Doof, weil dann haben wir drei Flugattacken und so. Ein Sandwirbel kann vielleicht nochmal nützlich werden. Ibitak! Oh. Ja, deswegen. So. Tauboga wird ja jetzt auch in der Pflanzenarena später noch trainieren, ne? Sogar sehr trainiert. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder zurück nach Prismania City. Wir haben noch einiges zu erkunden. Und danach... ne, in die Arena gehen wir noch nicht. Das Kaufhaus machen wir zum Schluss. Prismania City Einkaufszentrum. Im Einkaufszentrum findest du alles, was du brauchst. Ja, geil. Hallo. Ich habe meine Zunge verbrüht. Die nette alte Dame in der Villa gab mir Tee. Aber es war kochend heiß, ich muss ihn erst abkühlen, ehe ich ihn trinke. Okay. Lu? Okay, wir gehen von oben nach unten. Würde ich sagen. So, so, noch höher. Und ganz oben. Hier ist... nichts. Okay. Oh, da kriegen wir ein Evoli, oder? Ich glaube, von da kriegen wir ein Evoli, Leute. Cool. Aber... werde ich nicht ins Team aufnehmen, leider. Nicht in dieser Edition, vielleicht in einer anderen. Ich weiß es noch nicht. Gefällt dir das Spiel? Ich habe das Spiel gestaltet. Auch wenn es sehr mühsam ist, den Pokédex zu erstellen. Gib nicht auf. Zeige ihn mir, wenn er komplett ist. Oh. Okay. Ich? Ich bin der Programmierer. Okay. Ich bin der Grafiker. Ich habe dies alles gezeichnet. Ah. Haben die Entwickler echt das Spiel eingebaut? Ist ja cool. Die Geschichte stammt von mir. Ist Erika nicht süß? Aber Misty mag ich auch gerne. Und nicht zu vergessen Sabrina. Okay. Als ob das echte Entwickler darstellen soll. Das ist cool. Das ist cool. Das ist echt cool. Okay, wenn wir den Pokédex mal vervollständigen sollten, dann werden wir definitiv dorthin hingehen. Hier ist nichts, okay. Wenn wir definitiv zu dem Typen hingehen. Und ich weiß gar nicht, was man von dem bekommt. Habe ich nämlich noch nie gemacht. Aber ich habe den Pokédex auch noch nie vervollständigt. Pipi. Miauz. Okay. Und Nidoran. Nidoran. Du solltest dein ganzes Geld nicht für Getränke ausgeben. Versuch das hier. Wir haben Tee erhalten. Mit diesem Tee. Gegen den Durst ist nichts besser als heißer Tee. Er ist einfach am besten. Ja. Diesem Tee können wir jetzt den Wärtern geben. Oder einem der Wärter. Und schon sind alle einfach von ihrem Durst befreit. Hatten wir mit dem schon geredet? Nee, ne? Wapo ist mein bester Freund. Es entwickelte sich, als ich einem Quapuzzi einen Wasserstein gab. Cool. Tipps für Trainer. X-Treffer. Oh, hör mir auf mit diesen X-Items. Das haben wir schon gelesen. Auf ins Einkaufszentrum. Willkommen im Einkaufszentrum von Prismania City. Auf der Tafel rechts findest du eine Übersicht. Okay. Kundeninformation, Zubehör für Trainer, Videospielshop, Geschenkartikel, Drogerie. Dachgartenautomaten. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir hoch. Wir machen wieder von ganz oben nach ganz unten. So viele Treppen. Hallo. Ob du es glaubst oder nicht, meine Schwester ist eine Trainerin. Aber sie ist so kindisch, ich werde noch ganz verrückt. Okay. Hey, bleib stehen. Ich bin durstig, ein Königreich für Getränke. Apropos, ich könnte jetzt eigentlich mal schnell... Das hätte ich vor der Aufnahme machen können, ne? Einfach mal so Inventar sortieren. Sonderbonbons nach ganz oben. Fluchtseil könnten wir eigentlich verkaufen und so. Äther darüber. Beleber kommt über Tränke. Ne, Untertränke eigentlich. Untertränke. Das kann ich alles verkaufen. Ewigstein kommt nach ganz oben mit. Schutz...
kommt unter Beleber. Paraheiler und so verkaufe ich irgendwann. Top-Ether dahin. Perle Superschutz. Über Schutz. Elixier kommt noch unter Äther. Schutzband ist ein Item zum Geben für Pokémon. Das kommt unter die Ewigsteine. Beziehungsweise unter den Ewigstein. Sternstaub. Von hohem Wert, ja. Cool. Perle. Ja. Gut, das war's. Erstmal ein bisschen Inventar sortiert. So, hallo. Was kann ich mir denn kaufen? Oh, bei dir kann ich mir das alles kaufen. Das ist interessant. Wir verkaufen bei dir einfach mal ein bisschen was. Und zwar X-Treffer zum Beispiel. Genau, dann die Perle. Paraheiler. Wir können uns hier wahrscheinlich Hyperheiler kaufen, deswegen verkaufe ich das alles. Sternstaub auch. X-Abwehr. Aufwecker. Nuggets. Kann ich auch zwei verkaufen. Sternstück verkaufe ich auch. So, Schutz kann ich eigentlich auch verkaufen, aber lassen wir mal. Hier, Fluchtseil kann ich alle drei verkaufen. Denn wir haben ja unser liebes Nidoking mit Schaufler. So, was haben wir bei dir denn? X-Treffer und so, ne? Ja, genau, alles klar. So. Hallo. Ich bin wegen der leistungsförderen Mittel für Pokémon hier. Protein steigert die Angriffsstärke, Eisen die Abwehr und der Rest ist, weiß ich nicht. Okay. Nur hier kannst du leistungsfördernde Mittel für deine Pokémon kaufen. KP Plus hebt die Basis-KP deines Pokémons. Calcium steigert die Stärke von Spezialattacken. Zink hebt den Basiswert der Spezialverteidigung eines Pokémons. Carbon erhöht die Initiative. Oh, gut zu wissen, dankeschön. Hallo. Ich kaufe ein Geschenk für meine Freundin. Die freut sich bestimmt über eine Pokepuppe. Ich habe einen Tipp bekommen. Du kannst vor wilden Pokémon fliehen, wenn du sie mit einer Pokepuppe ablenkst. Ach, echt? Okay, ich kann auch so vor Pokémon fliehen. Ah, hier sind die ganzen Steine. Okay, davon brauchen wir aber keinen. Zum Entwickeln von Pokémon. Das heißt, wir kaufen sie auch nicht. So, was haben wir hier? Hallo. Was ist denn so? Oh, ich muss von vorne mit denen reden, okay. Hallo. Hey, cool, mein Kumpel tauscht sein Kangama gegen Georock. Was ist mit ihm? Komm, Georock, ich bin Georock-Sammler. Nanu, Georock hat sich zu einem anderen Pokémon entwickelt. Oh. Anhand ihrer ID-Nummer kannst du Pokémon, die du beim Tausch erhalten hast, identifizieren. Oh, interessant. Hallo. Nein, Moment. So, nochmal. Hallo, ich habe kürzlich Pokémon durchgespielt. Du bist noch nicht so weit. Vielleicht hilft dir das hier. Ich denke an die Attacke Konter. Nicht, dass du mich darauf verlassen würdest. Nee. Du hast kein Interesse? Komm wieder, wenn du deine Meinung geändert hast. Okay. Jedes gefangene Pokémon enthält eine ID-Nummer und wird mit dem Namen des Originaltrainers OT registriert. Der OT ist der Trainer, der das Pokémon gefangen hat. Ah. Zählt das eigentlich auch für getauschte Pokémon, wenn sie sich entwickeln? Wenn ich jetzt Moment. Bei längeren Ausflügen solltest du Beleber kaufen. Ja. Wenn ich jetzt ein Pokémon... Sagen wir jetzt einfach mal... Ich kann mir keine Hyperheiler kaufen. Oder vielleicht, nee, Mann, ich weiß es noch nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Wenn ich jetzt ein... Und für Leber reichen erstmal. Wenn ich ein... Apollo. Ich habe meinen Nebulak gefangen, habe es auf Apollo trainiert und schicke es jetzt meinem Kumpel. So. Wenn dieser Kumpel, also das entwickelt sich ja bei ihm dann, ne, zu Gengar. Zählt es dann als gefangen von ihm oder gefangen von mir? So, das ist... Weil es hat sich ja bei ihm entwickelt. Das wäre eigentlich mal recht interessant zu wissen, oder? So, wir schicken jetzt einfach mal Shilock an Anfang. Ich könnte nochmal ins Pokémon Center gehen. Und dann geht es auf in die Rocket-Basis. Muss ich mich nochmal erkundigen, wie das so genau abläuft. Weil ich bin mir da echt nicht sicher. Ich hatte nämlich, glaube ich, mal das Problem damals. Oder? Ja, dass ich, glaube ich, ein Pokémon getauscht habe. Und es gehörte, also es hat sich dann bei mir entwickelt. Und es gehörte dann mir. Also es hat keine speziellen Erfahrungspunkte gegeben. Und Pokémon, die, getauscht werden,
die nicht einem selber gehören, die geben ja spezielle Erfahrungspunkte. Das heißt, es kriegt mehr Erfahrungspunkte. Aber vielleicht irre ich mich da auch nur. Es ist schon ein bisschen länger her. Guck ich mal. Ich kann ja zur Not Save State setzen, ne? Hallo? Ich kenne dieses Teil der Pokémon-Welt hinein, deinem Game Boy Advance. Triff dich mit Freunden und tausche Pokémon. Einfach, ich klaue ihm einfach sein Pokémon, okay. Ich hab ein Evoli. Alles klar. Einfach so, weißt du, liegt einfach rum, gehört bestimmt irgendwem. Ne, ist jetzt meins. Nehme ich mir einfach. Geil. Einfach geil. So. Gehen wir nochmal auf die andere Seite. Hier ist nichts, obwohl... Ne, hier ist nichts, okay. Gut. Dann... Ah, der Part ist schon fast wieder vorbei, ey. Das ist doof. Haben heute nicht viel geschafft. Ich nenne den Part einfach shoppen. Shoppen im Einkaufszentrum. Das passt. So. Evoli ablegen, genau. Und... Jetzt in die Rocket Basis, ja. Alles klar. Zack. Übrigens, wenn ich jetzt an einem Automaten spielen wollen würde, würde das Spiel abkacken. Weil ich halt zu viele Münzen habe und das ist, weil die gecheatet Münzen und so. Ey, verschwinde von meinem Poster oder ich muss... Was musst du? Ich hab dich nicht ganz verstanden, du hast ein bisschen genuschelt. Radikal. Ja, gut. Das dürfte Shillock auf jeden Fall hinkriegen. Mega Hieb! Ruckzucki, dein Ernst? Oh, das war ein netter Damage. Und Biss besiegt es. Sehr schön. Wir trainieren einfach ein bisschen Shillock. Zubat. Ja, komm. Bleiben wir bei Shillock. Shillock, Eisstrahl! Oh yeah. Effektiv, weil Flug. Schön, Shillock. Sehr gut gemacht. Mist. Ja, es wird mich belasten. Ihr müsst dem Boss sagen, dass unser Versteck entdeckt werden könnte. Da ist doch noch gar nichts. Seltsam, hinter dem Poster ist ein Schalter. Tja. Alles klar. Rocket Hauptquartier. Okay. Ah, ich kann nicht sprinten. Oh, schön. Du hast Mut, hier reinzuplatzen. Ja. Doch, doch. Mutig bin ich. Schon krass. Radikal. Schon wieder? Bist du der gleiche wie eben? Nee, dein Radikal ist 21. Okay. Schon wieder ruckzucki. Mega-Hieb! Bats. Und Biss. Sehr schön. Wenn du jetzt auch einen Zubat hast, ne? Noch ein Radikal, okay. Okay. Nehme ich so hin. Wie viel macht denn Aquaknarren Damage? Nicht so viel wie Mega-Hieb und so wahrscheinlich, ne? Nee, okay. Jetzt dürfte aber Mega-Hieb definitiv ausreichen, um das Radikal zu besiegen. Das könnte ein Level-Up für Shillock sein. Bin ich mir sogar fast sehr sicher. Oder? Ja. Schön. Schutzschild. Ne. Das brauche ich jetzt nicht so. Es ist nicht... Ne. Ne. Mist, versagt. Tja. Leg dich nicht mit mir an, du. Oh. Ein Fluchtseil. Das brauche ich nicht. Mann. Ich hab Schaufler. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Hier ist noch ein Rocket-Riebel, okay. Den besiegen wir noch, dann ist der Part vorbei. Wie kommst du hierher? Ich bin einfach die Treppe runtergegangen. Achso, ja, okay. Traumato. Schön. Perfekt, weil dafür haben wir Biss. Beziehungsweise Shillock hat Biss. Na, aber nicht mal so viel Damage wie erwartet. Er lernt Shillock Knirscher, nee, ne? Ich glaube nicht. Wurde bei den Attacken zumindest auch nicht angezeigt. Schade irgendwie, ne? Knirscher wäre schon cool. Mach Rollo. Ja, komm. Smetbo. Dein Job. Denn das ist das Level-Up für Smetbo, merke ich gerade. Schön. Ist Smetbo schon mal Level 32? Zack. Schön. Sogar One-Shot.
Das hätte ich nicht gedacht. Aber gut, Level 32 für Smetbo. Oh yeah. Rüpel besiegt. Autsch, geschlagen. Und ich werde jetzt mal wieder speichern, Leute. Ich habe nämlich seit Ewigkeiten nicht mehr gespeichert. Orden 3. Ja. 20, 8 Stunden. Fast 9 Stunden Spielzeit, Leute. Alter. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.